Z, ein echter Grammy-Gewinner heute auf dem Betzenberg. Wie war das für dich, das Erlebnis hier im Stadion? Es war ein Traum. Es waren jetzt ein paar Monate, als ich das letzte Mal hier war. Und war jetzt ein paar Monate auf Tour. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt nach Hause in die Pfalz komme, dann kann ich auch direkt auf dem Betzenberg. Du hast das Spiel zusammen mit deinen Freunden verfolgt. Bist du zufrieden mit der Leistung der Mannschaft? Ja, wir haben gewonnen. Ich glaube, das ist, was zählt. Es hätte natürlich ein schöneres Spiel werden können. Aber im Endeffekt zählt das Ergebnis. Und ich glaube, da kann man zufrieden sein. Du bist in Kaiserslautern aufgewachsen, lebst aber wahrscheinlich meistens in den USA, in Los Angeles. Wie informiert man sich da über den FCK? Und ist dir das wichtig, auch da noch immer zu wissen, was los ist am Betzenberg? Ich versuche so gut, wie es geht, in Verbindung mit meinen Freunden zu sein, die alle große Fans sind. Und es ist schwierig, natürlich alles zu verfolgen, Zeitunterschied. Und wenn man halt jeden Tag woanders ist, dann ist es halt einfach, man weiß manchmal gar nicht, was für ein Tag es ist. Aber wenn ich dann hier bin, dann versuchen wir mal mit Freunden Fußball zu schauen und wenn es klappt, dann mal auf den Betzenberg zu gehen. Du hast natürlich Kontakt zu den ganz großen Musikstars. Gibt es da irgendjemand, mit dem man sich über Fußball unterhalten kann? Naja, in Amerika muss man dazu sagen, ist Fußball nicht ganz so angesagt. Die kennen die Regeln nicht so wirklich. Von daher gibt es da nicht so wirklich Leute, mit denen man sich unterhalten kann, bis auf Leute in Europa. Die kennen meistens die Stadt Kaiserslautern. Mich fragt natürlich jeder, woher ich komme, und dann sage ich Kaiserslautern und dann weiß keiner, was es ist. Aber Leute aus Europa kennen den Verein und dann kennen sie natürlich auch die Stadt. Was die meisten Leute wahrscheinlich wissen wollen, ist, wie wird man eigentlich Grammy-Gewinner? Naja, man muss Musik machen zunächst einmal. Und es hilft dann, wenn man vielleicht einen Song hat, der international erfolgreich ist, dann werden die meistens auf einen aufmerksam. Ob es ein Rezept gibt, naja, kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich einen Grammy gewinne oder nominiert werde. Ich habe einfach in Lautern im Keller Musik gemacht und habe das gemacht, was mir gefallen hat. Und 2 Jahre später habe ich dann dafür einen Grammy bekommen. Wo steht der Grammy? Noch nirgends, aber der kommt nach Lautern. Der Pokal kommt nach Hause. Oh, da sind wir natürlich alle sehr, sehr stolz. Letzte Frage. Was müssen wir tun, um dich dazu zu überreden, für den FCK mal ein Einlauflied zu schreiben? Na, da müssen wir mal drüber reden. Grundsätzlich muss ich erstmal hier sein und mir das noch öfter anschauen. Vielleicht kann ich mal ein paar Mal mehr vorbeikommen und dann inspiriert werden. Alles klar, du bist immer herzlich eingeladen. Danke. Danke dir. Vielen Dank. Super.